So, da bin ich wieder. Ich hatte die Aufnahme gerade schon mal begonnen, habe dann aber gemerkt, dass ich nicht die Bildschirmaufnahme hatte. Also erzählt euch das gerade nochmal. Es geht natürlich wieder ums Thema Spotify. Nämlich, da gibt es halt immer noch einige, die es nicht ganz verstehen oder es nicht hinbekommen, aus verschiedenen Gründen. Wir gehen jetzt einfach mal gemeinsam drauf ein. Für alle, die es nicht wussten, wenn ihr euch im Item Shop beziehungsweise generell das Fortnite Crew Paket holt, bekommen wir einmal den Battle Pass, einmal den Skin hier, das ist der hier, mit verschiedenen Varianten, hatte ich aber auch schon ein Video zu hochladen. Dann bekommt ihr 1000 V-Bucks, wenn ihr es das erste Mal abgeschlossen habt, ansonsten immer dann, wenn ihr Abrechnungsdatum habt, bei mir ist es halt der 19. Juni. Und nochmal ein Bonus, Spotify Premium. Hol dir die ersten 3 Monate Spotify Premium kostenlos. Es gelten Einschränkungen. Hört genau hin, Einschränkungen. Bedeutet schon mal, es kann nicht jeder machen. So, dann gehen wir gerade selber nochmal. Warte mal, hier war ich schon zu schnell. Hier ist das Ganze dann nochmal beschrieben. Das geht nämlich nur erstmal dann, wenn ihr bislang noch keinen Premium-Status hattet. Heißt, solltet ihr vor, keine Ahnung, im halben Jahr mal einen Monat Premium ausprobiert haben, dann geht das schon mal mit dem Account nicht. So, das ist schon mal Punkt 1. Dann gehen wir natürlich noch gerade weiter. Dann steht hier halt, ja, du kannst die ersten 3 Monate, bitte geh hier hin. Dann, wir tun uns mit Spotify zusammen. Ab sofort bis zum 1. Juli heißt, wenn dieses Gruppaket wieder rum ist, ist das Angebot auch wieder weg. Heißt, wenn ihr es haben wollt, dann beeilt euch. So, dann hier geht's los. Geschafft. Aktiviere dein Promo-Angebot für Spotify Premium. Alles klar, Deutschland. Wir wohnen in Deutschland. Habt einen Grund, warum ihr das eingeben müsst. Nehmt Deutschland. So, hier nochmal, wir haben uns zusammengetan, deshalb ist das umsonst. Wenn aber, es ist erstmal kostenlos, klar. Aber danach nur 9,99 € jederzeit kündbar. Alles gut soweit, ne? So, jetzt gehe ich selber drauf. Wie gesagt, das ist mein Account von Spotify. Ich habe den Familienaccount, wo ich halt 6 Konten insgesamt damit be 6 Leute können halt den Account benutzen. Und wie ihr hier oben seht, du bist für dieses Abo leider nicht berechtigt. Hier sind weitere Möglichkeiten, dir Spotify Premium zu holen. Ja, ich habe jetzt schon Family. Alles andere wird mir ja nichts bringen. Also fällt das für mich schon mal flach. Da ich, logisch, habe es eben gesagt, ich hatte ja schon mal Premium, beziehungsweise besitze schon Premium. In dem Fall sogar das Höchste, was möglich ist. Da halt 6 Leute halt den Account nutzen können. So, dann habe ich aber nochmal in den AGBs nachgeguckt. Was das bedeutet, ist halt einfach, was muss ich tun, um das zu machen? Halt allgemein die Regeln, wie ihr diesen Vertrag abschließen könnt. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Nämlich, ab wann dürfen wir in Deutschland einen Vertrag abschließen? Richtig, ab 18. Ab 18 oder älter. Das Ganze ist bei Spotify aber nochmal anders. 18 gilt natürlich auch, aber mit 16 ist es auch möglich. Allerdings nur mit der Einverständnis der Eltern, heißt dein Vater, deine Mutter oder vom Vormund. Für alle, die nicht wissen, was ein Vormund ist, falls ihr keine Eltern mehr habt, warum auch immer, ist jetzt mal dahingestellt, aber ihr habt einen Vormund, zum Beispiel vom Jugendamt. Irgendjemand hat halt vom Jugendamt oder keine Ahnung, eure Tante hat das Sagen, in Anführungszeichen, hört sich jetzt blöd an, aber ist so, die ist halt für euch verantwortlich, dann darf die das machen. So, dann haben wir, weil man darf halt sonst in Deutschland keinen Vertrag abschließen, ist eigentlich logisch. Warum müsst ihr einen Vertrag abschließen, ist ganz simpel erklärt, ihr bekommt 3 Monate kostenlos und Spotify macht das ja nicht umsonst. Spotify will euch natürlich mit diesen 3 Monaten locken, weil in 3 Monaten gewöhnt man sich an das Ganze und dann will man natürlich Premium behalten. Also geht Spotify hin und sagt schon klipp und klar, hört mal zu, falls du doch nicht kündigst, wir verlängern dir das gerne, ob du das willst oder nicht, ist dahingestellt, aber es wird ein Vertrag definitiv abgeschlossen, auch wenn die ersten 3 Monate kostenlos sind. So, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer 3. Wir müssen in Deutschland ansässig sein. Was bedeutet das? Ihr müsst einen Wohnsitz in Deutschland haben. Jetzt habt ihr ja eben gesehen, ich habe Deutschland ausgewählt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist. Ob Spotify quasi euch trackert, um zu gucken, wo ihr herkommt. Aber wenn ihr euch einen komplett neuen Account erstellt, ich habe es nicht gemacht, weil ich werde es nicht ausprobieren, weil ich habe einen Account. Einfach einen Account erstellen, der auf Deutschland zugreift.
Jetzt ist natürlich schon das erste Problem, nämlich die Bank, denn die wird wahrscheinlich nicht in Deutschland sein, weil einige aus Österreich und der Schweiz haben mir auch geschrieben, dass das bei denen nicht möglich ist, da sie nicht in Deutschland sind. Dann ist das leider so, weil laut AGBs müsst ihr in Deutschland ansässig sein, heißt, ihr müsst auch in Deutschland wohnen. Also, da kann ich auch nichts dran rütteln, weil ich hatte heute schon mal einen Kommentar. Dann kam dann so: Ja, du bist doch Epic-Partner, du musst doch denen da mal was sagen können. Leute, ich bin zwar gepartnert mit Epic Games und krieg auch Geld dafür, dass ihr meinen Creator-Code benutzt, aber das heißt nicht, dass ich denen irgendwo reinreden kann oder die einfach anrufen kann: Hört mal, was ist denn los? Wann kommt denn der und der Skin rein? Das funktioniert so nicht. Ich verdiene mit denen Geld und die verdienen an mir Geld. Ich mache quasi für die Werbung, dafür, dass ich Werbung mache, sagen wir jetzt einfach mal so, und die Leute über meinen Link einkaufen. Ihr wisst ja, Creator Code eintragen, dann kauft ihr ein. Dann über meinen Link einkauft, bekomme ich halt Prozent X. Mehr ist es nicht. Es ist einfach nur ein Geben und ein Nehmen. So, sichern Sie außerdem, dass alle Angaben im Rahmen der Registrierung an Spotify richtig sind. Nämlich. Ich sage euch nur eins: Ihr könnt natürlich auch gerne euer Geburtsdatum falsch angeben, euren Wohnort falsch angeben, aber das Problem ist, das ist in Anführungszeichen Urkundenfälschung. Aber im Internet, ja, das ist alles so hin und her, aber ich würde da trotzdem kein Risiko eingehen, weil von PayPal selbst weiß ich zum Beispiel, wenn du da hingehst und fälschst einfach irgendwie deine Daten und das kommt später raus, dann kann es sein, dass du dein Leben lang auf PayPal gesperrt bist. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Nämlich, da verstehen die Leute auch keinen Spaß mehr, weil es ist halt einfach Betrug. Wenn du zu dem Zeitraum noch keine 16 warst oder 18, beziehungsweise 16 warst und da hast du dir nicht die Einverständnis deiner Eltern geholt, dann ist das einfach Betrug. Weil das sind die Regeln, die muss jeder einhalten. Ganz simpel. So, denkt dran. Abrechnung ist zum Beispiel erst, wenn die 3 Monate rum sind. Dann bekommt ihr das erste Mal direkt 9,90 € abgebucht. So, das ist schon mal das Erste. Die Preise können sich natürlich auch ändern. Jetzt kommen wir zu Widerrufsrecht. Innerhalb von 14 Tagen kannst du direkt sagen: Nee, will ich doch nicht, und das war's. Jetzt ist nur halt die Frage: Normalerweise, du hast 3 Monate umsonst. Das bedeutet eigentlich, du kannst innerhalb der 2 Wochen kannst du direkt kündigen für den quasi 3. Monat. Heißt, ich würde heute das Abo abschließen, würde ich halt kündigen zum, wartet, lass mich mal gerade den Kalender gucken. 3 Monate weiter, zack, Juni, dann haben wir Juli, August, warte mal, da habe ich es im Juni benutzt, im Juli benutzt und im August benutzt, dann müsste ich es quasi bis zum 31.8. gekündigt haben. Bedeutet, dann kündige ich das und dann dürfte alles erledigt sein. Ruft aber immer besser vorher da an, beziehungsweise im Nachhinein schickt nochmal eine E-Mail hin, ob man deine Kündigung ankam, denn das geht leider sehr oft inzwischen unter. Ich will da keinem was unterstellen, um Gottes Willen, aber alles schon erlebt, ihre E-Mail kam nicht an, ja, okay, können wir jetzt auch nichts machen. Okay, ja, tut uns leid. So, wenn jetzt immer noch Fragen sind, was die ganze Spotify-Geschichte betrifft, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und in dem Sinne, ich hoffe, dass ich jetzt allen soweit alle Fragen beantwortet habe. Es tut mir auch leid für manche, aber Verträge kann man in Deutschland halt erst ab 16, wie ihr gelesen habt, oder beziehungsweise 18 erst abschließen. Und Spotify ist halt einfach ein Abo. Und ja, ein Abo darf man eigentlich nicht abschließen. Bei dem Fortnite Crew Paket ist das wieder was anderes. Es ist ein Abo, aber es wiederholt sich nicht. Das ist nämlich auch, ich kann einstellen, dass es sich monatlich wiederholt, aber man muss es nicht. Bei Spotify ist wieder was anderes. Da muss man es. Ich weiß nämlich selber, ich habe meinem Sohn Geld aufgeladen auf der PlayStation. Er hat sich von dem Geld dann, von dem aufgeladenen Geld, sich das Fortnite Crew Paket geholt. So, das verlängert sich aber nicht automatisch, weil in Anführungszeichen, da wurde keiner nach dem Alter gefragt oder sonst irgendwas. Von daher ist das zwar ein Abo, aber nicht das gleiche, weil die Frage wird definitiv von euch kommen, kann ich auch vollkommen verstehen, ist ein bisschen verwirrend. Unsere deutschen Gesetze sind sowieso ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Und in dem Sinne, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und haut rein.